Ich habe dieses Land noch nie fruchtbar gesehen. Zeig's mir. Hände nach oben. Oh. Mein Vater schon. Er hat es bestellt, bevor die große Dürre kam. Mein Vater glaubte immer an dieses Land. Selbst als die Kämpfe um das verbliebene Wasser erst die Region, dann die Städte und zum Schluss die Nachbarn zu Feinden machten. Er war sich sicher, dass die Erde noch fruchtbar war. Sie brauchte nur etwas Wasser. Ich möchte mit dir nochmal über mein Angebot sprechen. Wir brauchen dieses Wasser unbedingt. Ich weiß, dass Ernest ganz schön Bockmist gemacht hat. In diesen schwierigen Zeiten verändern sich Menschen, sogar die Guten. Du bist ein toter Mann, Home! Was ist mit dir? Mach dir keine Sorgen um mich. Dieser Junge, Fleming, macht er sie glücklich? Ja. Ist er ein guter Mann? Sie ist wie eine Blume. Irgendjemand muss ihr klarmachen, dass das Leben nicht nur aus Nähen und Putzen besteht. Sieh dir doch mal unser Leben an! Du hast versagt! Lass deine ganze Wut raus. Aber du musst aufpassen, dass sie nicht in Hass umschlägt. Das wirst du doch nicht tun. Nein, ich tu's nicht. Lasst uns beten, dass dieses Stück Land, so klein es auch sein mag, mehr als ein Symbol sei. Dass es bald grün und kultiviert sein wird, wie es einmal war. Dass dieses fruchtbare Land wieder erblühen würde. Bete für Regen.